Ich rufe gleich beim Treyarch oder Activision Kundendienst an und hau denen mit Sicherheit mit diesem Ding hier auf die Fresse. Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinbund. Heute mit einem neuen Pack-Opening, meine Freunde. 3000 COD-Points sind mir noch geblieben. Die werde ich natürlich jetzt für euch raushauen. Wünscht mir Glück, dass es kein Tritt wird. Irgendeine neue Waffe wäre natürlich geil. Ihr wisst ja, Schädelbrecher fehlt mir. Dann fehlt mir noch dieses neue LMG. Die Rift-Pistole fehlt mir. Es sind auf jeden Fall noch einige Sachen übrig, um das Spiel zu komplettieren, sage ich mal. Los geht's. Und da haben wir schon das erste wieder. Foxy Calling Card. Die ist nice. Die wollte ich haben. Ernsthaft jetzt. Also kein Scheiß. Was ich natürlich nicht wollte, ist die Staubtarnung für die XR2, aber wisst ihr ja, wie es ist, ne? Also manchmal ist es so, manchmal ist es so. Etching für die Locus interessiert auch keinen. Leute, schon wieder eine Woche vorbei. Ich hoffe, euch haben die Black Ops 1 Gameplays wenigstens ein ganz kleines bisschen gefallen. Ich habe mittlerweile wieder richtig Gefallen an dem Spiel gefunden. Glaube, ich werde vielleicht noch 2-3 Folgen mehr bringen. Weiß jetzt eigentlich allerdings aber auch noch gar nicht, ob es überhaupt jemand angeguckt hat, weil ich das jetzt alles schon vorproduziert habe, bevor ich nach Berlin gefahren bin. Ich lasse mich mal überraschen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Yes! So eine Karte wollte ich unbedingt haben. Da sind auch diese Münzen dabei, glaube ich, diese kleinen. Das habe ich neulich schon gesehen. Die ist richtig episch. Richtig geil, die werde ich gleich mal ausrüsten. Richtig fett auf jeden Fall. Das mag ich. So ein bisschen bling bling. Sieht auf jeden Fall immer geil aus. Schon mal nicht schlecht. Also da muss ich sagen, haben sie sich wirklich bei dem Black Ops auf jeden Fall extrem viel Mühe gegeben. Schaut auch aktuell gar nicht so schlecht aus. 10 Kisten können wir noch aufmachen. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch ein bisschen Glück haben. Wertetarnung für die KRM und die Royaltarnung für die KRM. Zweimal was für eine Waffe, die ich mir am liebsten hinten reinstecken möchte. Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Keine Ahnung. Warthorn für die Black Cell, Inferno für die BRM-Laser-Variante. Spark. Für die KN44. Nee, Black Ops. Nein. Royal Combat Knife Camo, Survivor Vesper, Laser Sight-Variante. Okay. Stauf. Royal für die Argus und jetzt fehlt nur noch für die BRM oder für die Gorgon irgendeine Tarnung. Das ist gesichert einer aufs Maul. Echt wirklich. Da merke ich, wie aus dem Spiel richtig die Ohrfeige oder das Pfeilchen in meine Fresse kommt. Wirklich. Das kann überhaupt gar nicht wahr sein. KGB, komm. Irgendeine geile Waffe. Pixel für die Manowar. Nein, nur noch 5. Jetzt kommt was. Fehler im Kisten öffnen, hundertprozentig. Schaut's euch an, wie mir das Spiel in die Fresse tritt. Was? Warum? Hallo? Ich bin mitten in der Aufnahme, Black Ops. Ich bin mitten in der scheiß Aufnahme. Hallo? Ich rufe gleich beim Treyarch oder Activision Kundendienst an und hau denen mit Sicherheit mit diesem Ding hier auf die Fresse. Und dann kommt so ein hässlicher Tritt in die Fresse, nachdem du 5 Minuten wartest, gefühlt. Ich bin echt begeistert. Hallo? Will mich das Spiel verarschen oder was? Wollt ihr mich jetzt einfach noch länger auf die Folter spannen? Ich bin hier mitten in der Aufnahme, Treyarch. Ich bin in einer verschissenen Aufnahme. Ritual, Schwindler für die RK5. Alter Verwalter, was ist denn da los? Ich
gehe nochmal kurz raus und wieder rein. Adventurer Calling Card. Neptun für die ICR. Royal für die Brecky. Inferno für die Dredge. Um Gottes Willen. Was war das für ein beschissenes Pack-Opening? Leute, sorry, wenn ich jetzt hier nicht total glücklich rausgehen kann, aber wirklich, ich gehe irgendwas kaputt machen, wirklich. Ich renne jetzt hier aus der Bude raus und flipp einfach aus. Euer Mr. Weinwood, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr euch immer wieder anguckt, wie ich so einen auf die Fresse krieg. Ciao.